Hallo zusammen, heute geht es um die Mehrwertsteuer. Und zwar den 0%-Satz der EU auf Solaranlagen, Solarkomponenten. Also wenn ich jetzt bei der Firma Wemo oder ihr bei der Firma Wemo hier so eine Batterie kauft, eine Solarbatterie oder ein Solarregler, Kabel, ein Einspeiseinverter oder ein Solarkühlschrank. Haben wir im Sortiment seit 30 Jahren oder Solarpanel, dann zahle ich 0% Mehrwertsteuer. Das ist richtig, aber auch falsch, weil ihr müsst dann solch eine Anlage im Marktstammdatenregister eintragen lassen. Sobald die Anlage da eingetragen ist, kriegt die Mehrwertsteuer retour, beziehungsweise retour von uns. Wir handhaben das jetzt so, wenn ihr so einen Wechselrichter kauft, dann verrechnen wir ab nächstes Jahr jetzt 19% in Deutschland, in der Schweiz nur 7,7%. In Deutschland verrechnen wir die 19% Mehrwertsteuer und sobald ihr uns den Beleg schickt, dass diese Anlage, wo dieser Wechselrichter verbaut ist, eingetragen ist, erstatten wir euch die Mehrwertsteuer zurück. Das ist ja jetzt wieder ein bürokratischer Aufwand. Für das werden dann wieder Leute angestellt in der EU, die ja Steuergelder brauchen, damit man Lohn zahlen kann. Und bei uns, beim kleinen Handwerker oder kleinen Betrieb, erzeugt das auch wieder Aufwand. Und wer bezahlt den? Da behalten wir uns jetzt momentan vor, dass wir irgendwie eine Bearbeitungsgebühr vorhalten für die Rückforderung dieser Mehrwertsteuer. Wenn jetzt jemand aus Süddeutschland zu uns kommt und solch einen kleinen Einspeiseinverter kauft in der Schweiz, dann zahlt er 7,7% Mehrwertsteuer. Er kann das über das Zollamt zurückfordern und dann in Deutschland muss er 19% Mehrwertsteuer bezahlen und wenn er den Eintrag hat im Markt, Stammdatenregister kann er diese Einfuhrumsatzsteuer wieder zurückfordern. Also ein Einspeisenwert, der kostet 150 Euro, sage ich jetzt mal. Davon 20% sind 30 Euro. Diesen kleinen Inverter könnt ihr als Freibetrag privat über die Grenze nehmen. Das spielt gar keine Rolle. Aber für die 30 Euro den Aufwand zu betreiben, da bleibt ihr lieber bei 7,7, das sind dann 12 Euro etwa. Ja, so verhalten wir uns. Bei uns werden also weiter die Mehrwertsteuerbeträge verrechnet, sind auf der Rechnung drauf, in der EU mit 19%, in der Schweiz mit 7,7. Und nachher, wenn ihr den Eintrag habt vom Marktstammdatenregister, dann geben wir das zurück. Jetzt geht es um Guerilla-Solaranlagen. Guerilla-Solaranlagen sind Anlagen, die ich ohne Baugenehmigung erstelle, ohne bürokratischen Wahnsinn. Ja, die könnt ihr nicht eintragen, weil sonst seid ihr wieder registriert. Und bei Insel-Solaranlagen, bei so Schreppergärtchen, die einen Kühlschrank haben, ein bisschen Licht oder Fernseher, Kaffeemaschine betreiben, da geht es auch nicht, weil diese können ja nicht einspeisen, die haben keinen Netzanschluss. Also das heißt, dieses bürokratische Monster der EU ist wieder ein Schwachsinn, aber ich reg mich ja nicht auf über Bürokratie der EU. Ich verlinke euch hier unten ein schönes Video von Arte, müsst ihr euch reinziehen, wenn ihr jetzt noch dran seid. Es geht um die Bürokratie.
Und ich wünsche euch einen schönen Tag.